Und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Meine kleinen, aber feinen Genossen, Genossinnen und alle anderen, die per Zufall oder Neugier auf dieses Video geklickt haben. Heute schauen wir uns die Corsair an, was sie kann, wie man sie am besten perkt, was man bei der Waffe beachten sollte und wie man sie vielleicht spielen sollte. Das heißt, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, lasst dementsprechend ein Abo da. Und ja, wir werden uns die Waffe anschauen. Erstmal natürlich im Gefecht. Wie verhält sie sich im Kampf? Was sollte man beim Kampf entsprechend beachten? Wie viel Schaden macht sie? Und ja, das alles werden wir jetzt natürlich in dem Gefecht uns anschauen. Und dann werden wir im Hauptmenü uns die Skizze nochmal genauer anschauen und schauen, ob sich da was verändern lässt oder ob sie so bleiben soll, wie sie jetzt ist. Und ja, damit gehen wir einfach mal in eine Runde rein. So, damit sind wir jetzt auch endlich in der Zone drin. Wir schauen uns gleich mal an, was die Waffe kann. Ich möchte jetzt hier kurz eine kleine Erwähnung geben. Bevor wir gleich das Lager da hinten machen, ich werde sie nicht in Kombination mit Jacks Vergeltung spielen, sondern rein die Corsair so spielen, wie sie jetzt ist. Das heißt, wir nehmen jetzt auch entsprechend die Jacks Vergeltung raus. Ich stelle auch übrigens kein Setup vor zu dieser Waffe. Es wird vielleicht den ein oder anderen geben, der entsprechend ein Setup für die Waffe vorgestellt hat oder generell ein allgemeines Schwert-Setup vorstellt. Denn, und das kann ich auch hier kurz vor 6 sagen, wenn man hier kurz die Jacks Vergeltung anschaut, Video habe ich dazu schon gemacht. Hier zum Beispiel Kopfschussimmunion erhöhen die kritische Trefferchance von Schwertangriffen um 12-15 Sekunden lang. Und ja, wenn ich einen kritischen Treffer mit diesem Schwert ausübe, dann ist es so tatsächlich, dass der, wenn ich, wie gesagt, Crit-Wertung raushaue, dass dann der Headshot erhöht wird. Von, also der Headshot-Schaden von der Jacks-Vergeltung und die nehmen sich also, nehmen sich nicht viel, sondern eher sie unterstützen sich gegenseitig, ja. Das möchte ich hier in diesem Video nicht vortragen. Das heißt, wir schauen uns das jetzt einfach mal im Kampf an. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so einen krassen Ping und ja, schauen wir uns das dementsprechend an. So, wir werden erstmal mit dem Standardangriff ein bisschen arbeiten, wo der schwere Angriff auch nochmal sein muss. Kann man hier ganz schon gut sehen. Ja, müssen wir jetzt wie gesagt schauen. Haben jetzt eine Heilerin am Start gegen... Ja, ich sag mal so, gegen die ein oder andere Hülle würde das hier relativ wenig bringen. Wir müssen uns hier natürlich... Okay, keine Energie mehr. Ich wollte gerade einen Energieangriff machen. Gegen physische Hüllen, wie gesagt, die Waffe kann man auf jedes Element machen. Werden wir uns noch anschauen. Aber ja, das dementsprechend dazu. Ja, Hülle konnten, Lager konnten wir räumen. War also doch nicht so das Problem gewesen. Was man aber gleich hier gleich vorweg sagen muss, diese Waffe ist nicht dafür geeignet, fettere Hüllen, Smasher oder sonstiges anzugreifen. Diese Waffe sollte hier, wie gesagt, als Erklärung heißen, ihr greift damit Standardhüllen an. Standardhüllen, Zwerghüllen, das sind eure Ziele. Wenn ihr sie normal benutzen wollt, wie ein normales Schwert und nicht noch mit Jacks Vergeltung, dann, wie gesagt, Standardhüllen. Ja, zu der Waffe muss man nicht viel sagen. Es ist ein Schwert, was ihr über die derzeitige Event-Quest bekommen könnt. Are heißt sie ja. Und ja, mehr gibt es dazu nicht sagen. Die Waffe konnten wir jetzt hier in Aktion ganz gut sehen. Wir konnten jetzt etwa einschätzen, ja, wir gehen hier hauptsächlich auf kleinere Zwerghüllen eher ein. Wir gehen jetzt nicht auf große, dicke Hüllen ein. Das kann die Waffe nicht, das sollte man also dementsprechend beachten. Jacks Vergeltung kann das eher. Aber ja, das dementsprechend dazu. Wir gehen jetzt natürlich ins Hauptmenü rein und schauen uns mal an, wie wir sie am besten perken können. Also sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde, damit sind wir jetzt auch im Hauptmenü drin. Gehen wir doch einfach gleich mal rüber. Wir können uns auch kurz hier die Variante anschauen tatsächlich, die wir gespielt hatten. Und zwar hier Crit-Schaden, Schaden, physisch, Crit-Wertung und nochmal ein Crit-Schaden. Und was ich ja auch erwähnt habe tatsächlich, erhöht bei kritischen Treffern deinen Kopfschussschaden mit Pistolen 15 Sekunden lang um 40%. Ist also eine ganz andere Sache. Das heißt, die Waffen supporten sich gegenseitig. Hier die Jacks-Vergeltung hat das hier. Kopfschusseliminierung erhöhen die kritische Trefferchance von Schwertangriffen um 15%. Nicht um 15%, sondern 15 Sekunden lang. Und ja, das heißt, die supporten sich gegenseitig. Dennoch will ich in diesem Video, wie gesagt, die Waffe einzeln beleuchten und nicht mit dem Setup zusammen oder auch in der Kombination. Schauen wir uns jetzt entsprechend die Perks an. Kann man hier was ändern? Also für mich reicht dieses Setup vollkommen, also die Waffe vollkommen aus.
Weiß gerade gar nicht, bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe sie schon einmal umgebürgt. Genau, ich habe sie einmal umgebürgt. Hier könnt ihr die noch mal kurz vorher sehen. Unten ist ja, ich habe sie ein bisschen umgebürgt. Tut mir leid, Leute. Verzeiht mir da. Ich habe keinen Crit-Schaden unten mehr drin. Warum nicht? Weil ich die mit Damage-Birken eigentlich spielen wollte, habe ich aber dann sein gelassen. Ihr habt es jetzt ohne den Damage-Birk gesehen. Ich muss trotzdem sagen, ist eine ganz gute Waffe. Man kann damit arbeiten. Wenn man hauptsächlich auf Kleinkram geht, kann man mit der Waffe was handhaben. Wer wie gesagt die Corsair mit Jax-Vergeltung spielen möchte, hierbei kann ich den einen oder anderen Tipp tatsächlich geben. Das habe ich schon im Video von der Jax-Vergeltung schon gesagt. Schaut also auch dort gerne nochmal vorbei. Und zwar, wenn ihr einen langen Gang habt oder enge Stellen, dann lohnt es sich natürlich. Auf freie Fläche würde ich das erstmal nicht üben. Wenn ihr dann so langsam habt, also wenn ihr in so einem Feindtunnel gut gefightet habt und Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr natürlich auch das in offenen Gefechten ausprobieren. Warum ich in kleineren, in engeren Sachen das Test euch empfehlen sollte, das zu testen, liegt einfach daran, das sind meistens Feindtunnel, wo man dann drin steht. Die Fallen unterstützen einen noch natürlich da nebenbei noch und ihr könnt jederzeit in die andere Richtung raus, um euch dann zu heilen. Und auf offenes Gefecht, wenn dann eine Hülle von hinten kommt, ich rede jetzt hauptsächlich von 140er, 160er Zonen, da hat man meistens das Problem, dass man relativ von allen Seiten beschossen wird, angegriffen wird und in einem Feindtunnel, wie gesagt, ist es sicherer, als draußen rumzulaufen. Meine Sache jetzt, also meine Meinung jetzt dazu, ihr könnt generell mal reinschreiben, ob ihr eher im Feindtunnel kämpft oder doch eher offen. Ist mal eine interessante Sache zu wissen tatsächlich. Ich muss sagen, Corsair spiele ich nicht so gerne. Elektroröhrenwaffe ist besser. Und auch die anderen Waffen, die ich schon fertig gemacht habe, die werdet ihr noch bekommen. Die Corsair und so, das wird ja ein Spezialvideo sein. Das heißt, das kommt ja Donnerstag Doppelvideo und dann kommt noch was anderes noch dazu. Der Angelhaken vermutlich. Ja, die habe ich gespielt und die machen mir viel mehr Spaß als die Corsair, muss ich ehrlich sagen. Du hast den Einschlag, du hast den Wirbelwind und sonstiges. Also es macht schon Spaß, mit den anderen Waffen zu spielen. Dennoch, wie gesagt, kann man mit der Waffe arbeiten. In Kombination mit den anderen ist das gut geeignet. Den Kernvorteil habe ich jetzt nicht vorgestellt. Habe ich bei der Jax-Vergeltung auch nicht gemacht. Aber wir können uns kurz die Kernvorteile anschauen. Was man jetzt hier noch hat. Man hat jetzt hier noch die Bewegungsgeschwindigkeit. Und man hat hier nochmal, wenn du einen Gegner mit dieser Waffe triffst, steigert deine kritische Trefferwertung 5 Sekunden lang um 6. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Ja, sind dann glaube ich so 30 Einheiten, also 30%. Das heißt, ihr macht dann die Crit-Chance, liegt dann jetzt hier. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, auf 70% kritische Trefferchance kann man mitnehmen. Oder man spielt es halt entsprechend mit Jax Vergeltung zusammen oder halt mit der anderen Pistole und macht dann bei Kopfschusseliminierungen nochmal. Ich weiß gerade nicht, wie viel das sind. Da müssen wir nochmal schauen tatsächlich. Tut mir leid, Leute. Aber ja, sind halt Waffen, die ich nicht so viel spiele. Oh, die Dragonair kommt dann auch noch demnächst. Donnerwetterbüchse auch noch. Wo ist er denn? Jax Vergeltung. Hier. Erhöht die kritische Trefferchance von Feldangriffen. Wie hoch die kritische Trefferchance ist, weiß ich nicht, Leute. Kann ich nicht sagen. Ansonsten, wenn sie zu niedriger sein sollte als das, was sie auf diesem Perk drauf machen kann, vom letzten Kernvorteil, lohnt sich das mehr. Muss man aber in den kann es nicht aussprechen. Naja. Dann muss man das halt entsprechend sehen. Dann halt so. Dementsprechend habe ich jetzt hinbekommen. Dementsprechend schauen, wie man das am besten handhabt. Aber den Kernvorteil würde ich hier tatsächlich lassen, tatsächlich. Also ich würde hier keine Veränderung reinmachen. Ihr könnt generell mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Corsair haltet. Sagt ihr, ich habe sie komplett falsch geborgt und ich habe eine komplett falsche Meinung zu dieser Waffe. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Wäre, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Ihr könnt natürlich mich damit unterstützen, mir sozusagen sagen, welche Waffe, was da falsch ist, was man da ändern soll. Und gleichzeitig helft ihr auch noch anderen Leuten, die dieses Video sehen, was sie ändern können. Dementsprechend hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, was auch immer ich mache. Bis dahin, Leute, und ciao.